Ich glaube, man hat nur drei Möglichkeiten. Man hört auf, wie viele von uns. Man macht einfach bisher weiter und guckt, wie lange es gut geht. Notfalls verkauft man alles. Oder man macht so wie wir und man macht es komplett anders. Vollmilch ist das Geilste, was du kaufen kannst. Ganz einfach. Mehr kannst du dazu nicht sagen. Heumilch ist artgerechte Tierhaltung, gekoppelt mit nachhaltigem Naturschutz. Me, Lady. Also bei uns so zwischen 15 und 20 Liter am Tag. Auf den Hochleistungsbetrieben auch schon gerne mal 60 Liter. Also wir haben so ein gutes Drittel, sag ich mal, haben wir. Durch die Heufütterung. Also dadurch, dass wir eben weniger Energie und Eiweiß in die Kuh reinbringen, hat sie eben auch weniger Leistung. Und die deckt halt ihren Erhaltungsbedarf und hat dann noch ein bisschen überher den Leistungsbedarf gedeckt. Und mehr ist das dann eben nicht. Aber dafür haben wir halt eben qualitativ hochwertige Milch mit über 5% Fett. Und dann eben nicht die Masse. Das ist meine Lieblingskuh. Die haben wir vom Schlachter gerettet. Die kam als Kalb aus Bayern hier hoch, sollte eigentlich zum Mester. Aber keiner wollte die haben. Und dann habe ich über Umwegen das erfahren und habe gesagt, Mensch, wir haben Platz, schick die doch hierher. Ja, und dann haben wir die hier mit aufgenommen, haben die getränkt und gefüttert und dann haben sie irgendwann besamt. Und jetzt ist das einer unserer besten Milchkühe. Die hat sogar noch hier auf der Ohrmarke, wenn man es sehen kann. Ne? Auf jeden Fall LKV BAY, also Landeskontrollverein Bayern drauf. Das original bayerisches Fleckvieh. Die Milch schmeckt nicht anders, nee. Aber es ist halt schon was Besonderes. Also das, was wir jetzt melken, ist dann morgen früh schon beim Kunden im Regal. Das ist für mich frisch. Frisch, der wäre natürlich noch direkt hier ab in den Mund und fertig. Das geht auch, aber macht keiner mehr. Außer ich vielleicht. So, bis morgen. Also wir haben vor, dieses Jahr im Frühjahr hier noch eine Heutrocknungsanlage einzubauen, weil Kollege Petrus, wie man heute zum Beispiel sieht, ist nicht sehr genügsam. Und wir haben halt in den letzten Jahren immer Probleme gehabt, unser Heu trocken einzufahren. Und deshalb wollen wir eben eine Heutrocknungsanlage hier reinbauen, damit wir eben wetterunabhängig sind. Also so sieht das im Endeffekt denn auch bei uns aus. Wir haben hier oben in der Decke ist ein Heukran, der auf dem Schienensystem läuft, mit dem man hin und her fahren kann. Hier unten, das ist der Lüfter, der die Luft unter den Heustock bläst. Und die Luft geht dann durch das Heu praktisch durch, wird getrocknet und kommt dann hier oben im Dach wieder an. Wir werden durch die Photovoltaikanlage betrieben, durch Strom, durch Eigenverbrauch. Und dadurch beziehen wir eben keinen Strom von außerhalb, der irgendwie produziert werden müsste. Durch unsere Heufütterung ist natürlich auch die Milchleistung sehr stark zurückgegangen. Über die Hälfte sind wir jetzt mittlerweile, oder? Ja. Ja. Also wie sollen wir unsere Kosten, die wir sozusagen eh schon haben, decken,
wenn unsere Milchleistung so niedrig ist einfach. Also das heißt, wir müssen noch mal was machen, Schulden aufnehmen oder Finanzierung aufnehmen, um dann wieder eine höhere Milchleistung zu haben, um überhaupt ansatzweise die Kosten zu decken. Also der Finanzierungsplan ist eben so einfach, ja ganz einfach, dass du eben durch die Heutrocknungsanlage qualitativ hochwertiges Futter hast und dadurch eben eine höhere Milchleistung. Und diese hohe Milchleistung ist praktisch die Bezahlung für die Heutrocknungsanlage, zum Teil. Ja, also das Tolle ist an Heumilch, die Fütterungsweise der Kühe. Das ist die natürlichste und ursprünglichste Fütterungsart und Weise. Also hier haben wir jetzt eigentlich ganz normales Gras geerntet. Und das ist halt eben Blattmasse, was wir hier finden können. Hier, das ist ein Blatt sozusagen. Und hier stecken halt im Blatt stecken halt die ganzen Nährstoffe drin, ne? Die wir halt jetzt durch diese Sonnentrocknung mit Kollege Petrus eben immer weiter zerstören beim Wenden. Ne? Beim Wenden wird das Gras eben immer einmal angefasst durch die Zinken, wird aufgewirbelt und je trockener das wird, je mehr man das macht, desto mehr bricht das dann auch und fällt dann eben auf den Boden und wir können das dann eben nicht mehr einsammeln. In der Heutrocknungsanlage ist es eben so, dass man das Gras eben nicht 7 Tage in der Sonne liegen lassen muss, sondern man kann eben sagen, okay, wir holen das jetzt schon nach 2 Tagen rein und haben dann eben nicht diese hohen Bröckelverluste und holen halt eben auch die Blattmasse auch in die Trocknungsanlage rein und eben dann letztendlich auch in die Kuh. Und dadurch haben wir dann eben eine höhere Milchleistung, weil wir eben die Nährstoffe auch in die Kuh reinbringen und die nicht auf dem Acker verbleiben. Keine Zungenküsse, wenn das Jenny sieht. Ja, ehrlich. Ich finde es einfach schön, Tiere zu haben. Mit den Schafen hat es folgendermaßen auf sich. Da müssen wir mal ein bisschen hier aufs Feld drauf gehen. Die Schafe sind jetzt dafür da, um eben den Gräserbestand runterzufressen, damit das Gras kurz im Winter geht. Das macht man deshalb, weil das kann man hier ganz schön sehen. Wenn so feuchtes, hohes Gras mit Kälte noch in Berührung kommt, bildet sich hier so ein Schneeschimmel, diese weiße Schimmelspuren hier. Und das hat man halt sonst alles im Frühjahr, wenn das wieder anfängt zu wachsen, eben bei den Kühen im Futter mit drin. Und wenn wir das kurz halten, verhindern wir das halt dadurch. Hier kommen keine Kühe drauf, das sind wirklich nur reine Mähweiden, also wo wir wirklich nur das Heu produzieren. Das wäre auch viel zu weit, also da hinten ist ja unser Stall. Weiß nicht, ob man das sehen kann. Das wäre einfach auch viel zu weit, da immer die Kühe zum Melken hin und her zu treiben. Ja. Tschüssi! Wie ihr seht, wir haben noch viel vor hier bei uns. Wenn ihr Bock habt, das mitzuerleben, dann verfolgt uns doch einfach weiter auf dem verfolgen? YouTube. Verfolgen! Auf gar keinen Fall verfolgen. Ist das zu lang? Das ist schon zu lang. Ne? Ich fange nochmal an. Folgen, Schatzi. Wie ihr seht, wir haben viel vor noch hier bei uns auf dem Hof. Und wenn ihr Bock habt, das mitzuerleben, dann folgt uns doch einfach weiterhin auf dem YouTube-Kanal. Abonniert, liked und kommentiert, wenn ihr Lust habt. Und wir haben keinen Hofladen. So, one take, was sagst du jetzt hier? Zack. Und wir haben keinen Hofladen. Wir haben keinen Hofladen.